Top 19 auf. Und Frau Dr. Kaufmann würde die Vorlage kurz einbringen. Ja, vielen Dank für das Vorziehen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Analog des Jahres 2023 müssen wir auch dieses Jahr im Rahmen der Doppelhaushaltsplanung Gelder und damit Bedarfe finanzieller Natur aufrufen, weil wir die Geflüchteten-Situation damals, als wir den Haushalt aufgestellt hatten, in dieser Weise nicht absehen konnten. Was meine ich damit? Wir haben weitaus mehr geflüchtete Menschen unterbringen müssen als von uns vorausgeschaut, und damit sind Unterbringungskapazitäten zu finden und zu schaffen seitens des Geschäftsbereiches und seitens Geschäftsbereiches Stadtentwicklung und Bau und meines Geschäftsbereiches die Begleitung der Geflüchteten abzusichern. Die Vorlage, die Sie heute votieren sollen, ist eine sehr transparente. Sie ist eine sehr ehrliche Vorlage, die sehr deutlich darstellt, in welcher Höhe Aufwendungen und auch Erträge seitens der Stadt bei der Unterbringung von Geflüchteten und der Begleitung anfallen. Mein Dank gilt auch hier der kritischen Auseinandersetzung, die wir in den Fachausschüssen geführt haben. Was ist die Grundlage für uns als Stadt? Wir haben eine Pflichtaufgabe zu leisten. Wir haben weitaus höhere Geflüchtetenzahlen unterjährig letztes Jahr. Wir planen auch dieses Jahr mit einer höheren Zahl an geflüchteten und schutzsuchenden Menschen. Wir haben keine verlässliche Planungsgrundlage. Wir haben keine Finanzierungsgrundlage, die Inflation, Personalkosten, Sachkostensteigerung für die Pflichtaufgabe und damit keine ausreichende Refinanzierung seitens des Bundes und des Landes uns ermöglichen. Auf der anderen Seite müssen wir unsere Kapazitäten erweitern für die Unterbringung, müssen auch die Begleitung und Assistenz von Geflüchteten bestmöglich absichern, und all das kostet Geld. Insofern sind Sie heute gemeinsam mit uns als Stadtverwaltung gefordert, dass wir an dieser Stelle die gestiegenen Aufwendungen, die die Landeshauptstadt Dresden auch mit kommunalen Geldern zu bewältigen hat, hier auf den Weg bringen müssen. Und gleichsam wachsen natürlich auch die Erträge, mitnichten aber in proportionaler Weise. Insofern bitte ich Sie heute, Ihr Votum für die Mehrbedarfsvorlage für die Asylbewerberleistungsabsicherung hier gemeinsam mit uns auf den Weg zu bringen, um Mietverträge zu sichern, um Begleitung, Gesundheitskosten, Versorgung absichern zu können für das Jahr 2024. Vielen Dank. So, dann steigen wir ein in die Behandlung und die Fraktionsrunde. AfD beginnt. Frau Walter, bitte schön. Gut. So, also ich erspare uns mal die Zeit. Sie haben es ja wirklich drauf, hier eine Viertelstunde vor 22 Uhr eine Vorlage aufzurufen, wo Sie den Bürgern dieser Stadt, sage ich mal, eine Mehrkostenbelastung, ich sage auch kleiner was zur Gegenfinanzierung, von 81,5 Millionen Euro vorlegen. Es wird mit Sicherheit die Mehrheit dafür kommen. Von uns wird es da keine Zustimmung geben. Gegenfinanziert vom Besteller, das ist der Bund, sind hier 46,8 Millionen. Der Rest ist etwas, was den Bürgern der Stadt Dresden an Gehwegen, an Straßen, an allem, ja, ich weiß, brauchen wir auch nicht mehr viel jetzt dazu zu verlieren, fehlen wird. So. Ich mache es kurz, wir sind dagegen. Wir wollen auch, dass letzten Endes die Leistungen hier zurückgefahren werden auf das Niveau, was der Bund bestellt, das soll er auch bezahlen. So, so, wir setzen fort in der Fraktionsrunde Bündnis 90 Die Grünen. Frau Siebmecher.
Sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe interessierte Bürgerinnen und Bürger. Ja, wir stimmen heute wieder über eine Asylvorlage ab. Und es geht in der Tat um eine Menge Geld im Jahr 2024. Wir reden über 80 Millionen Euro, die bereitgestellt werden sollen, aber es kommt auch ein großer Teil davon an die Stadt zurück. Er wird uns zurückerstattet in großen Teilen vom Freistaat über die sogenannte Asylpauschale. Aber erst im Nachhinein, und deshalb gehen wir hier als Stadt in finanzielle Vorleistungen. Über die Einlassung von Frau Walter von der AfD möchte ich meine Redezeit jetzt nicht verschwenden, nur so viel. Es geht hier nicht um etwas, was der Bund bestellt hat. Es geht hier um Menschen, die Schutz suchen. Und es geht darum, dass wir als Stadt unsere Aufgaben erfüllen und dass wir diesen Menschen diesen Schutz gewähren, den sie per Gesetz auch haben. Aber lassen Sie mich auch sagen, ganz vorab, ich glaube auch, dass die Kommunen mit den Asylaufgaben nicht allein gelassen werden und dass es mehr Unterstützung braucht vom Land und vom Bund. Das Ziel dieser Unterstützung sollte aber nicht sein, Menschen fernzuhalten, sondern menschenwürdig unterzubringen, die Leute, die hierher kommen und ein Recht auf einen Asylantrag haben und auch die Integration zu fördern. Und Bundeskanzler Olaf Scholz hat in der Tat in den zwei Flüchtlingsgipfeln letztes Jahr eine Reihe Zusagen gemacht, vor allem im Bereich Integration, auch in den Arbeitsmarkt, möchte der Bund mehr unterstützen. Und diese Unterstützung wird jetzt auch gebraucht. Sie muss kommen. Aber es ist nicht nur der Bund gefordert. Wir sind auch und vielleicht sogar viel mehr auf eine faire Unterstützung vom Freistaat angewiesen. Ich habe es gerade schon gesagt, die Asylpauschale ist für uns als Stadt ein ganz wichtiges Instrument und auch eine Zusage, die vom Land da ist, auch gesetzlich festgeschrieben, dass wir bei den Kosten, die als unserer Stadt anfallen, unterstützt werden. Ich habe die Zahlen nochmal rausgesucht, 2.600 Euro bezahlen wir oder bekommen wir pro Quartal pro geflüchteten Menschen, doch das deckt unsere Kosten bei Weitem nicht mehr. Der Sozialamtsleiter der Stadt Dresden, Herr Knappe, weist deswegen zu Recht seit Monaten darauf hin, dass der Freistaat das Delta, was für die Stadt mehr und mehr wächst, es ist ungefähr 1.000 Euro pro Quartal pro Menschen, dass dieses Delta auch vom Freistaat gefüllt werden muss. Und es gibt auch Gründe dafür, dass die Unterbringung für uns hier teurer wird. Zum einen, weil mehr geflüchtete Menschen zu uns kommen, ja, das ist richtig, aber zum anderen, weil wir deshalb auch Übergangslösungen, und zwar teurere Übergangslösungen, im Moment nutzen müssen, zum Beispiel angemietete Container. Das geht aber nicht nur uns so, das geht auch anderen Großstädten so. Wenn es heute also Kritik gibt, und ich gehe davon aus, dass die CDU gleich Kritik üben wird, dann sollte diese Kritik nicht nur Richtung Ampel gehen, also Bundesregierung, sondern dann setzen Sie sich doch mal bei Ihrem CDU-Innenminister, sächsischen Innenminister Armin Schuster, dafür ein, dass er das Gesetz, so wie es festgeschrieben ist, auch ausfinanziert. Sie können auch gerne mit Ihrem sächsischen Finanzminister, Herr Vorjohann, darüber reden. Doch in diese Richtung habe ich nichts gehört in den Ausschussberatungen. Das wird bis jetzt von Seiten der CDU ignoriert. Und ich nehme wahr, dass stattdessen die Konservativen sich weiterhin dahin üben, sich bei dem Thema Asyl hier in Dresden total zu verweigern. Sie haben in den Ausschüssen nicht wirklich inhaltlich zu der Vorlage gesprochen, sondern eine pauschale Kritik Richtung Bund vorgetragen. Und ich halte das für falsch, denn in dieser Vorlage geht es nicht nur um die Unterbringung. Es geht um die soziale Begleitung der Menschen hier vor Ort. Es geht um die Migrationsarbeit. Es geht um Sprachkurse. Es geht um Orientierungskurse. Es geht kurzum darum, dass wir hier den Menschen eine gute Integration ermöglichen. Und wenn Sie heute die Vorlage so pauschal ablehnen, dann sagen Sie auch Nein zur Integration in Dresden. Insofern bitte ich um eine Zustimmung
zu der Vorlage und hoffe auf eine Mehrheit. Wir setzen fort mit CDU-Fraktion, Herr Krüger. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen, auf den Wortbeitrag gehe ich nicht weiter ein. Betreutes Denken können Sie in Ihren Kreisen machen. Wir sind schon groß. Die Unterbringung und Versorgung geflüchteter Menschen stellt uns als Kommune, aber auch als Gesellschaft insgesamt in den nächsten Jahren vor große, auch finanzielle Herausforderungen. Ich sage es vorab und deutlich, so wie bisher praktiziert, kann es nicht weitergehen. Nicht nur die kommunalen Finanzen sind an der Zerreißgrenze angelangt, auch die Bevölkerung bekommt unmittelbar die Folgen einer verfehlten Migrationspolitik der Ampelregierung zu spüren. Wir stellen das Grundrecht auf Asyl nicht in Frage, aber so kann es einfach nicht weitergehen. Um bei der Ehrlichkeit zu bleiben, die Fehlentwicklung begann weit vor der Ampelzeit und niemand hat ernsthaft an Lösungen gearbeitet. Die Folgen spüren wir heute alle, wenngleich immer noch zu viele Leute gibt, die ihre Augen davor verschließen. Gegenüber den im letzten Frühling angenommenen Planwerten ist ein erheblicher Mehrbedarf an Kosten zu erwarten. Was steht in der Vorlage? Ich zitiere: Die zusätzlich notwendigen Unterbringungskapazitäten konnten und können zunehmend nur noch in preisintensiven Objekten geschaffen werden. Das vorhandene Budget ist somit bei weitem nicht ausreichend. Zitat Ende. Das schlägt wohl an Dreistigkeit der Sozialverwaltung dem Fass den Boden aus. Zweimal hat die CDU vorgeschlagen, Standorte für Leichtbauhallen und Zelte nach dem Vorbild des SPD-geführten Leipzig und anderer Städte zu prüfen und damit Millionenkosten einzusparen. Der politische Wille der linken Seite des Rates und leider auch anderer fehlten zu diesem Schritt. Es müssen eben 3- und 4-Sterne-Hotels, teure Containeranlagen und Wohnungen auf dem ohnehin angespannten Wohnungsmarkt sein. Dabei trifft es eben genau diejenigen, die dringend eine preiswerte Wohnung für sich und ihre Familien benötigen. Auch das sind Fakten, die die Menschen, also unsere Nachbarn und die Bürger dieser Stadt sehen und die Auswirkungen direkt spüren. Aber die Ignoranz der linken Seite dieses Rates scheint grenzenlos zu sein. Weiter schreibt die Verwaltung in ihrer Vorlage, ich zitiere: Um eine rechtliche Sicherheit hinsichtlich abzuschließender Verträge zu erlangen, ist eine zeitnahe Ausgabenermächtigung durch den Stadtrat erforderlich. Aus diesem Grund ist ein Beschluss der Stadtratssitzung am heutigen Tage notwendig. Zitat Ende. Völlig losgelöst und abgehoben wird hier wörtlich von einer Ausgabenermächtigung gesprochen und das gleich mal für das ganze Jahr und in voller Höhe, wo in anderen Positionen eine 80% Ausgabenbegrenzung vorliegt. Zudem haben wir schon zu oft eine weit überzogene Annahme zur Kenntnis nehmen müssen, die dann nie eingetreten ist, aber die Mittel für andere Projekte blockiert hat. Nein, liebe Verwaltung, das machen wir so nicht mit. Wir werden diese Vorlage ablehnen. Überarbeiten Sie diese, suchen Sie nach Einsparmöglichkeiten, beraten Sie in den Fachausschüssen neu. Die Vorlage ist in dieser Form nicht zustimmungsfähig. Das haben wir genauso in den Fachausschüssen gesagt und so sagen wir es heute wieder. Das sind wir den städtischen Finanzen, aber vor allem dem Souverän der Stadt, dem Bürger, schuldig. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Fraktion Die Linke, Frau Bakow. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, schaut man sich die Vorlage genauer an, so sieht man, dass es hier um 81 Millionen Euro geht. Davon sind 80 Millionen Euro für die Unterbringung, inklusive auch die Brandschutzertüchtigung zum Beispiel an der Lingener Allee vorgesehen. Ungefähr 800.000 Euro sind für die soziale Betreuung vorgesehen. Das finden wir ganz besonders wichtig, dass hier darum geht, dass eben mehr Menschen, die hierher kommen, auch alle adäquat eine soziale Betreuung erhalten können. Und neu dazugekommen sind knapp 100.000 Euro für die Sprach- und Kulturmittlung. Das halten wir auch alles für sehr sinnvoll. Das heißt aber, das Gros dieser Gelder geht drauf für Unterbringungseinrichtungen.
Jetzt muss man sich doch aber mal anschauen, was sind denn die Ursachen für diese massiven Kosten? Das sind nämlich doch nicht die paar Hanseln, die hierher kommen. Wir reden über 2000 Menschen roundabout. Das ist weniger als 0,5% der Dresdner Bevölkerung. Das ist doch hier an der Stelle nicht das Problem, sondern dass wir als Stadt immer in einer Notsituation erst agieren, wenn die Menschen schon da sind. Das heißt, händeringend wird nach Unterbringungseinrichtungen gesucht. Die Alternative sind Turnhallen. Das schlagen Sie ja de facto hier vor. Und genau diese Notsituation, weil wir ganz dringend Unterbringungseinrichtungen brauchen, als Stadt selber keine Vorhaltekapazitäten haben, das zwingt uns doch, genau solche Angebote anzunehmen, wie nämlich zum Beispiel Hotels, die extrem teuer sind, wie Einrichtungen wie das Eventwerk, die extrem teuer sind, wo private Anbieter genau diese Dringlichkeit und diese Notsituation ausnutzen und horrende Preise verlangen. Und da die Alternative bedeutet, Turnhallen, nehmen wir diese teuren Angebote an. Und es ist nicht so, dass man da ein feines Leben hat in diesem Hotel. Das ist ganz aus sozialpolitischer Sicht, es ist ganz grauslich, eine Unterbringung im Hotel, weil da quasi soziales Leben de facto überhaupt nicht möglich ist und Hotels sind ausgerichtet dafür, dass man da mal eine Nacht pennt oder vielleicht auch ein paar mehr, weitestgehend den Tag über unterwegs ist und dort mehr oder weniger nur zum Übernachten ist, aber nicht zum Wohnen, nicht zum dauerhaften Untergebrachtsein. Das ist nämlich hier das konkrete Problem. Und es wurde schon benannt, aber ich möchte es noch mal ein bisschen zuspitzen. Die Landesregierung müsste eigentlich diese kommunale Pflichtaufgabe refinanzieren, weigert sich aber seit Jahren, das auch tatsächlich zu tun. Stattdessen wird hier mit Pauschalen hantiert, in der Ignoranz, dass es natürlich viel teurer ist, in Städten Unterbringungseinrichtungen oder Wohnungen zu finden, als im ländlichen Raum, wo Hunderte, Tausende Wohnungen leer stehen. Trotzdem errechnet die Landesregierung, und das sind in dem Fall das CDU-geführte Innenministerium, das CDU-geführte Finanzministerium, tun die einfach so, als gäbe es einen Durchschnitt. Das heißt, wir als Großstadt zahlen drauf, weil wir händeringend suchen und nehmen müssen, was wir kriegen können. Die Landkreise verdienen sogar noch an dieser Asylpauschale. Das heißt, die haben Einnahmen, die wir uns hier selber aus kommunalen Mitteln finanzieren müssen. Ja, genau so ist es. Genau das ist eben die Asylpolitik der CDU auf Landesebene. Die lässt uns hier nämlich hängen. Das heißt, um aus dieser Spirale rauszukommen, dass wir immer, wenn die Menschen schon da sind, erst anfangen können, überhaupt nach Unterbringungseinrichtungen zu suchen, bräuchten wir dringend Vorhaltekapazitäten, die wir nutzen, wenn wir sie brauchen und wenn man sie gerade nicht braucht, für andere Zwecke nutzen können. Aber dass wir nicht immer erst, wenn eine Fluchtbewegung schon im Gange ist, anfangen, hier überhaupt erst Kapazitäten zu suchen und dann eben immer in dieser Zwangslage zu sein. Zur CDU. Sie haben es jetzt ja gerade angekündigt, dass Sie auch hier wieder ablehnen werden, ohne eine alternative Lösung anzubieten. Sie erzählen hier irgendwas von Leichtbauhallen. Sie haben noch nie erwähnt, wo Sie die eigentlich hinstellen wollen. Wo genau soll das denn stattfinden? Und ich will da mal sehen, dass Sie sich genau an den Standort hinstellen und verteidigen, dass genau hier jetzt so eine Leichtbauhalle mit, wie viel wollen Sie denn bauen? 2. Das heißt, wir hätten pro Leichtbauhalle etwa 1000 Geflüchtete. Dass die genau da jetzt sein soll, da möchte ich Sie mal sehen, wie Sie sich da hinstellen und genau diesen Weg verteidigen. Sie tun hier so, als wären Sie irgendwie, als könnten Sie da gar nichts dafür. Aber Sie sind es doch auf Landesebene, die genau in den zuständigen Ministerium sitzen, die an diesen Rahmenbedingungen etwas ändern könnten. Und hier einfach noch zu sagen, nö, machen wir nicht, das reicht einfach nicht. Sie sind hier die CDU und Sie sind an so vielen Stellen in Verantwortung. Sie können hier nicht einfach sagen, wir machen das nicht und damit basta. Die Menschen sind da, die Unterbringungseinrichtungen sind angemietet, die Kosten sind ganz real jetzt da. Das heißt, jetzt ist es einfach falsch und verlogen zu sagen. Wir müssen ja heute zustimmen, da ja, wie gesagt, alles schon vorhanden ist. Kommen Sie bitte zum Schluss, auch mit Blick auf die Uhr. Deswegen bitte ich hier um Zustimmung der Vorlage und einfach sich nur hinzustellen, zu sagen, nö, machen wir nicht. Das ist keine Politik in einem Entscheidungsgremium. Vielen Dank. So, wird SPD das Wort gewünscht? Nein, FDP das Wort gewünscht. Herr Blödner, bitte.
Ja, sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, es sind Kosten, die leider notwendig sind. Die waren auch bisher schon bekannt, die Vorlage selbst ist jetzt keine Überraschung. Wir müssen diesen als Kommune verpflichtet, die Menschen entsprechend unterzubringen. Die Vorlage selbst gibt den Maximalrahmen mit diesen 80 Millionen an, der sollte und wird wahrscheinlich nicht ausgeschöpft werden. Zum 31.03. sind bereits alle Hotels abgemietet, die aktuell in der Vorlage noch inkludiert sind. Wenn sich die Entwicklung wie aktuell absehbar weiter fortsetzt, dann werden wir auch im Laufe des Jahres diese nicht erneut benötigen, sodass wir davon ausgehen, dass dort schon die ersten 10 Millionen wieder eingespart werden können. Als FDP-Fraktion wirken wir weiter darauf hin, dass nur die wirklich notwendigen Kosten auch ausgegeben werden, sofort alles entsprechend wieder reduziert werden kann, sobald das von der Köpfeanzahl möglich ist und dann der tatsächlich ausgeschöpfte Rahmen, der jetzt hier beschlossen wird, auch deutlich niedriger liegen sollte und entsprechend jetzt erstmal Zustimmung für unsere Seite für diese Vorlage. Dankeschön. Wird Freie Wähler, Freie Bürger das Wort gewünscht? Herr Getschmer. So, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, Sie sehen, unsere Fraktion hat sehr viel Redebedarf bezüglich dieser Vorlage. Nichtsdestotrotz mache ich das jetzt mal kurz. Wir haben Mehrbedarfe in Millionenhöhe für, so wie wir schon seit Monaten, wenn nicht gar seit Jahren sagen, falsche und teure Unterbringung, weil wir einfach an den falschen Orten sind und weil wir viel zu teuer unterbringen. Wir haben jetzt in den letzten Minuten, sprechen wir hier über 47 Millionen, vorhin schon gesagt worden, das ist die absolute Frechheit. Diese Summe, wahnsinnig viel Geld, knappe 84 Euro pro Dresdner Einwohner, einfach mal so nonchalant in 20 Minuten runterzuhandeln. So, meine Damen und Herren, unsere Stadtverwaltung möchte von uns gern diese Mehrbedarfe finanziert haben, sagt aber, sie hat selber nicht das Geld von, hören Sie bitte genau zu, 3 bis 5 Euro pro Asylbewerber plus 1 Euro pro Monat für eine Bezahlkarte. Das stimmt doch die Verhältnisse in keinster Weise. Und Sie stellen sich hier hin und sagen, es geht darum, dass wir hier Pflichtaufgaben haben. Pflichtaufgaben nach Weisung, ja meine Güte, das sind Pflichtaufgaben nach Weisung, keine Pflichtaufgaben nach Gutdünken, wo wir nach Gutdünken die Höhe der Kosten bestimmen können. Aus diesen Gründen gibt es von uns hierfür keine Zustimmung. Denn die Vorwürfe, die wir dem Freistaat machen können, das können Sie gern tun, aber dann machen Sie es bitte richtig. Denn wir haben einen Mehrbedarf von ungefähr 2000 Personen in Dresden. Das entspricht ungefähr der Höhe der abgelehnten Asylbewerber, die sich hier aufhalten. Wenn dieses Problem gelöst werden würde oder diese anderweitig vom Freistaat untergebracht werden, dann hätten wir das Problem gar nicht, dann hätten wir auch die Mehrkosten in der Höhe gar nicht. Und um noch auf einen Punkt aus der Vorlage konkret einzugehen, die 2 Millionen Kosten Brandschutz, Standort Lingner Allee. Wir können uns wahrscheinlich alle noch genau daran erinnern, im März 2023 haben wir hier schon mal debattiert, da ging es um die Anmietung der Lingner Allee, da ging es darum, dass wir als Fraktion gesagt haben, kann man machen, wenn wir sagen, wir bleiben bei den 6 Millionen Fixkosten als maximale Höhe. So, die 6 Millionen sind jetzt ausgeschöpft und was haben wir in der Vorlage drin? 2 Millionen zusätzliche Kosten für die Ertüchtigung für den Brandschutz. Dabei hat der Bürgermeister im März 2023 gesagt, das Objekt wurde intensiv geprüft durch die Mitarbeiter der Verwaltung. Es ist natürlich gut bekannt, weil die Verwaltung ja auch jahrelang da drin ist. Wenn Sie das intensiv prüfen und dann fallen auf einmal 2 Millionen Mehrkosten auf nach einem knappen Jahr. Meine Güte, Sie merken den Fehler selbst. Vielen Dank. Dissidenten, Herr Lichti. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sachlich haben die Kollegin Siebeneicher-Barkow und auch Herr Blödler das Erforderliche dazu gesagt. Ich will es einfach nur mal politisch noch mal auf den Punkt bringen. Ich habe es ja schon mehrfach gesagt. Die CDU, die sich ja als die staatstragende Partei, als die sachlich orientierte Partei per se immer scheriert, die so tut, als ob ihre Ansicht die allein selig machende, allein nur denkbare, möglich denkbare Position ist, die begeht hier mal wieder. Und Frau Ahner, das habe ich Ihnen auch schon mal gesagt, ich sage es Ihnen auch noch mal gerne, seitdem Sie den Fraktionsvorsitz übernommen haben,
zieht die CDU-Fraktion diese Linie durch, dass sie nämlich aus Angst vor der AfD politischen Selbstmord begeht. Und da sage ich Ihnen, da sollten Sie sich als CDU schämen. Da sollten Sie sich schämen. Sie gehen an Ihrer staatspolitischen Verantwortung in einer Art und Weise vorbei, die ich nicht für möglich gehalten hätte. Und ich sage Ihnen ganz klar, das werden wir Ihnen im Wahlkampf auch ganz genau aufs Brot schmieren. Was Sie hier wieder veranstalten, das ist schäbig und das ist, ich sage mal, den vernünftigen Leuten, die es auch in der CDU, in der Bundesrepublik Deutschland gegeben hat, wirklich unwürdig. So, wird weiterhin das Wort gewünscht. Das kann ich nicht erkennen. Kämen wir zur Abstimmung über den federführenden Ausschussbericht. Wer dem die Zustimmung geben möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Neununddreißig Ja-Stimmen, 27 Nein-Stimmen, keine Enthaltung. Damit so beschlossen und mit leichter Überziehung darf ich Sie jetzt in den Feierabend schicken. Vielen Dank. Die Ratssitzung ist geschlossen.